Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Janosch. So, in der letzten Folge haben wir ja Mouthpiece besiegt und uns die Kammerkarte zurückgeholt. Aber bevor wir natürlich die Karte zu Lilith bringen, würde ich natürlich sagen, machen wir hier noch ein paar Nebenmissionen, die wir hier noch haben. Und zwar die eine, die wir in der letzten Folge noch mitgenommen haben. Mit dem Alien-Kopf. Bringen Sie zur Ausgangskonsole im Konstrukt. Das setzt sie im Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach übrigens, beim Hochladen sind bestimmt Ihre Kurzzeiterinnerungen draufgegangen. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Alles klar, so, dann checken wir mal ab. Erinnerungsfragment 1. Was geht? Ich? Unser Vollidiot-Chef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni zu ersetzen, als der mit einem Bauchklatscher in einer beschissenen Säuregrube landete. Haha, der wusste, wie man feiert. Vaughn ist schon okay, aber er ist kein Hirni. Willst du's versuchen? Aha, so, sie ist ja hier natürlich in dieser Folterkammer gefangen, in dieser VR-Folterkammer. Der wird wieder jetzt treffen müssen, da Walk anscheinend irgendwas an ihr hat. Ja. Schießt die Mann hier unsere Superattacke raus, zack. Und dann drehen wir hier den Weg noch einmal. So. Einmal war anscheinend nicht zu lösen. Deswegen fallen wir uns jetzt noch ein zweites Mal durch. So. Gut, die legendäre Pistole hier. Das ist ja ziemlich geil, also gefällt mir sehr. Vor allem, dass wenn ihr die hier nachladen müssen, die sich einfach in kleine Roboter splittet. Einfach geil. So, nächste Fanatiker tot. So, hier schießen wir die nächsten Pistolen rein, die hier natürlich die Gegner auf den Arm springen. Ja. Das fühlt sich toll an. So, alles klar, die haben wir hier auch weggeklärt. So, und die haben wir auch schon. Das nächste Erinnerungsfragment. Erinnerungsfragment 2. Yo, ich check das aus. Wir haben heute dieses krasse Alien-Ding in der Wüste gefunden. Haben es zurück zum Lager gebracht, um es an die Kinder der Kammer zu verkaufen. Die Idioten kaufen immer so verrücktes Alien-Zeug. Wir werden scheiße reich. Ja, das dachte sie wahrscheinlich. Bevor sie hier gefoltert wurde. Naja, sie hat Glück, dass Borgen sie kennt. Und dann würden wir die jetzt hier einfach in dieser VR-Folterkammer drin lassen. So, und da vorne ist natürlich schon wieder ein Beutegegner, den sollten wir wegmachen. Damit wir hier seine Beute entnehmen können. Na komm. Perfekt. Geld brauchen wir natürlich. Die Waffen sind bestimmt auch richtig gut. Zack. Werfen wir hier noch ein paar Granaten nach vorne. Ja. Ja, die Kriege ist natürlich auch Distanz halten. Yeah, yeah. Bam! Nee! Ja, ja, die Psychos. Ja, man kann keine Angst hier vor Schusswaffen. Die rennen auch, obwohl wir hier Schusswaffen haben. Die haben das Prinzip auch nicht wirklich verstanden, dass man zur Schießerei hier nicht mit so einem Tomahawk kommt. So, haben wir hier irgendwas, das besser ist? Oh, die Schrotflinte ist besser. Die Jacob-Schrotflinte, okay, die ist schlechter. Okay, der Schild ist ein bisschen besser. Können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Eine Sniper. Noch eine Sniper, okay. Ah. Oh, okay. So. Wo ist denn der Rucksack von dem Gegner? Oder ist das jetzt automatisch aufgegangen? Weil das letzte Mal, da mussten wir den Rucksack ja aufmachen. Aber dieses Mal anscheinend ist der Rucksack von alleine aufgegangen. Alles klar, so, ich würde mal sagen, wir verkaufen unsere Sachen. Dann holen wir den Loot hier nochmal und verkaufen den dann auch. So. Rein da. Wieder in die heilige Rundfunkstation. Hier diesmal können wir die Statue anscheinend nicht kaputt machen, hier in dieser VR-Welt. So, die Sachen waren ja alle schlechter. Können wir verkaufen. So, jetzt laufen wir nochmal zurück und holen uns unseren Loot. Ah, da vorne ist auch schon wieder das Loot-Klo. So, also. Ach ja, das ist jetzt besser anscheinend. Gut, nehmen wir das hier noch mit. Hier die Snipper. Okay, das ist auch schlechter. Noch eine weitere MP.
Pipi, ein Sniper, noch ein Sniper, ein Schild. Ach, das können wir alles verkaufen und uns hier ein bisschen Cash machen. Perfekt. So, das hier ist aber anscheinend eine doppelläufige Schrotflinte. Das heißt, mit der können wir nur einmal schießen. Ja, aber die... Ah, jetzt können wir die Schatten hier anscheinend wieder kaputt machen. Dann war das anscheinend gerade irgendwie im Buff oder so. So, zack, 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 zack. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Haben wir wieder ein bisschen Cash. Jetzt laufe ich hier wieder nach vorne. So, und das nächste Erinnerungsfragment, das nehmen wir natürlich auch mit. Zack. Erinnerungsfragment 3. Stell dir das mal vor, ich. Ich habe Vaughn das verrückte Alien-Ding gezeigt und er tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Wenn ich das den KDK verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Vakit-Kaviar. Und jetzt bin ich bei allen das Arschloch und muss ihnen sagen, dass wir nicht verkaufen. Vollidiot von Chef. Er weiß nicht, was gut ist für den Clan. Naja, ich würde morgen vertrauen, aber wenn sie meint... Erinnerungsfragment 4. Los geht's, ich. Dieser Mouthpiece-Trottel will das Alien-Ding und Vaughn verkauft es nicht. Wir sind bestimmt der letzte Clan auf Pandora, der sich noch nicht mit den KDK zusammengetan hat. Die Sonnenknopper brauchen einen neuen Anführer. Du weißt, von wem ich spreche, ich. Hast du alle Erinnerungen? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Dick und ich sind sowas von Dicke. Wir unterstützen einander. Hol meine beste Brunette aus der Simulation. Naja, gut, so dick ist halt ja anscheinend auch wieder nicht worden. Das, was wir hier gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob er das hören will. Aber, naja, wir lassen ihm natürlich die Erinnerung auf den Tisch kommen. Ja. Ah, okay, wir sind schon wieder down. Komm. Und noch einmal. Perfekt. So, mit der Schuss und dem Loot-Shooter, das würde ich einfach auch gerne. So, aber ich stehe hier natürlich mehr auf vollautomatisch als auf doppelläufige Schussflinten. Zack. Eieiei. Komm. So, natürlich immer ins Gesicht schießen, Freunde. Zack, 360. Und mit der Handfläche die Typen hier natürlich wegschlagen. So, was haben wir hier denn? Wow, wow, okay. Das ist um. Echt ein Messer als unser aktueller Schild. Das nehmen wir natürlich mit. So, wir können hier natürlich auch mal unsere Skillpunkte verdienen. Haben wir jetzt schon wieder 3. Nachladegeschwindigkeit. So, das können wir nochmal machen. Hier können wir nochmal einmal rein. Jawohl, ja. Alles klar. So, was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit. Amara hält aktiv. Ihr Action. Zielgenauigkeit, kritischer Schaden. Okay. Nicht sagen, Ablenkzeit, Geschwindigkeit plus 5 Sekunden. So, das können wir natürlich hinzufügen. Einen Teil allen Schadens, der durch Amaras Action verursacht wird, erhält sie oder ein Verbündeter in der Nähe als Gesundheit zurück. Ach, geil. So, ich würde sagen, dann investieren wir noch hier in diesen Punkt. Dann hätten wir es ja. So. Wahrscheinlich kommt jetzt hier wieder ein kleiner Bosskampf dran. Das heißt, wir sollten hier natürlich alles durchsuchen. So. Geld haben wir natürlich auch wieder genügend. So, Vic ist anscheinend hier oben. Huch. Na? Vic, das ist nicht real. Komm mit mir. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meiner Gefangenen. Hä? Ach, da ist bitte. Aber ja. Okay, gut. Das ist hier anscheinend ein kleiner Zwischenboss. Gut, den können wir hier natürlich wegmachen. So. Insofern unsere Waffen hier auch in ihn reinkommen. So, zack. Boah, aber die Attacke ist richtig krass. Fällt mir. Na komm schon. Ah, okay, aus der Hüfte schießen. Ja, okay, perfekt. Gut. Treffer zwar nicht viel, aber einiges. So, zack. Ah ja, okay, also wenn die unsere Waffen hier. Den Gegner anfangen, verlieren wir auch noch Munition. Ah, verstehe. So, den Nate nochmal reinwerfen. Und das war's mit dem Ausquetscher. Oh, was ist das denn? Was zur Hölle ist los? Ich kapier's einfach nicht. Ah, das ist besser als unsere Pistole. Du bist an einem unmöglichen Ort, wo die Zeit falsch ist und du nicht sterben kannst. Das ist total abgedreht.
Alles klar, dann verlassen wir mal die Simulation. Die würden anscheinend nicht mitkommen. Na gut, dann halt nicht. Zack, hoffen wir jetzt einfach mal, dass hier nicht noch ein Boss kommt. Nee, okay. Hier existiert man Priest anscheinend nicht in dieser VR-Version. So. Hier nochmal Medizin können wir nicht mitnehmen. Nein, ich wollte nicht nachladen. Ah. Okay, gut, dann halt. So. Gut, dann laufen wir hier nochmal den langen Weg. Hier können wir immer noch nicht durch. Ich dachte zwar, wir könnten hier in der VR-Version hier von diesem Raum durch, aber anscheinend ist das hier trotzdem noch geschlossen. So, noch mehr Munition mitnehmen. Zack, zack. Komm. So, dann merken wir uns hier nochmal. Ein paar Sachen mit Panzerfäust haben wir natürlich noch nicht. Gut, aber ich finde die Panzerfäuste, die sind anscheinend. Nicht anscheinend. Also ich finde die in diesem Spiel richtig überflüssig. Also man muss sie nicht mitnehmen. Denn ihr werdet im Spiel richtig geile Waffen finden. Aber natürlich, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der hier natürlich eine Panzerfaust mitnehmen muss. Es gibt ja natürlich auch Player, für die es ein Raketenwerfer alles. Ach, wir hätten auch den Schnellreiseort nehmen können. Ah ja, okay, gut. Stimmt, denn das ist auch hier neu in diesem Game. Denn ihr könnt, wenn ihr hier so Schnellreisepunkte habt, dann euch da auch hinporten. Wir können das dann natürlich jetzt hier mal ausprobieren. So, Karte. Jupp. Nein. So. Hätten wir es theoretisch hier hinten hin teleporten können. Zur Schnellreisestation. Aber hier vorne ist anscheinend keine. Das heißt, es hätte uns eh wenig gebracht. Aber damit wir das hier nicht vergessen, dass wir hier Schnellreisesystem auch noch nutzen können. So, aber dann würden wir mal hier jetzt Wogans Kollegin hier jetzt erstmal aus der Folterkammer rausholen. Und diese Simulation verlassen. Da ist sie auch schon, die Weg. So, raus hier. Na? Was für ein irrer Albtraum. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Rick, du lebst. Ich meine, im Prinzip. Er redet mit mir. Hey, Vaughn, ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Wir wollten uns anschließen und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Vic. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders. Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Ey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier. Ich habe mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Sie gehört dir. Hm, das ist peinlich. Aha. Oh, komm ein schon. Ein Sniper. Ich meine, so, haben wir hier noch eine Nebenmission, die wir hier erledigen können? Mehr Zeit für mich, ja? Das ist perfekt. Steckbriefe, okay. Wir müssen hier anscheinend Steckbriefe finden. Gut, dann machen wir das auch noch. Quetschen das hier in diesem Party rein. So, Fahrzeug spawnen und dann fahren wir einfach mal hier hin. So, wo müssen wir denn genau hinfahren? Ah, okay, hier rechts rum. So. Ach ja, hier mit dem Fahrzeug fahren ist einfach geil. Oh, da haben wir ein paar Racks. Muss man aufpassen. Okay, hier haben wir noch eine Audio-Station von Typhon de Leon. Ich glaube, wir müssen hier rein. So, wieder ein Banditencamp. Na, die kleine Ding, was geht ab? So, wer möchte sich denn hier unter dem Weg stellen? Eieiei. Okay, jetzt ist schon wieder ein Banditencamp. Ach ja, ich werde anscheinend nie langweilig hier. So, aber ich finde, das macht auch richtig viel Spaß hier, aber die Gegner hier abzuschlachten. Und die einfach richtig gern gut zu finden. So, hier vorne hätten wir auch schon unseren ersten Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Müssen. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau. Die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Alles klar, er ist anscheinend auch ein bisschen verrückt geworden, der gute alte Morgen.
So, hier ist auch schon unser nächstes Wanted. Das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditenplan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rammen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Okay. Diese Mückenviecher. Einfach sind jetzt auch schon wieder an. Ja. Ah. So, die Schrotzen sind sehr, sehr effektiv gegen sie. Ah, verdammt. Zack, so. Den Ausgewachsenen machen wir natürlich auch. Oh, boah. Zum Prozess. So. Zack. Zack. Alles klar. Bam. Okay, verdammt. Ah, wir haben leider keine Kontakte mehr. Ah, unser Nahkampf macht anscheinend mehr Schaden, als wenn wir die hier ein bisschen mit der Schatze anhätten. So, komm runter da. Nein. Wow, nicht so nah. Ich hab gesagt, nicht zu nah. Okay. Ich hätte hier eine Vollautomatik-Schrotflinte. Ah, verdammt. Die Mücke hat uns anscheinend hier ein bisschen vergiftet. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ich hier nicht von diesem Korrosions... Spucke oder Gift von denen je nachdem getroffen werden. So. Perfekt. So, dann hier ab zu diesen Windmühlen. Suchen das letzte Wanted. Steckbrief hier von Robin. Oh, was? War kein One-Shot? Sorry. Eieie. Boah. Der ist runtergeflogen, Mann. Der macht uns für sich keine Probleme. So, nochmal die Flasche hier rein. Boah, Alter, aber die ist ja richtig krass, Mann. Die One-Shotet hier bisher fast das alles. War gar nichts. So, und das letzte Wanted-Poster von seinen Unterhose. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln? Meine Hyperion Red war X2000 mit Quecksilberschleife und Antiständer war. Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Antiständerband. Schön. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Okay, wir haben tolle Bilder von meinem vollendeten Banditenkörper. Der 3D-Drucker, der die Statuen für die KDK druckt, ist in der Nähe. Scanne die Steckbriefe dort ein, damit wir stattdessen Statuen von mir drucken können. Alles klar, so, dann drucken wir mal ein paar Statuen von Morgan. Wenn es dem Glück nicht macht. So, Freunde, aber falls euch hier die Folge gefällt, könnt ihr doch gerne ein Like unten ab oder lassen. Würde mich freuen. Götter? Weißt du, meine Brustmuskeln hat auch mal jemand göttlich genannt. Ist doch fast dasselbe. Ach ja, wer hat unsere Bauchmuskeln göttlich genannt? Da bestimmt ja unsere Madite rüber. Jetzt geht's los. Okay. Haben wir anscheinend die Verbindung verloren. Gibt uns aber eh nicht. Da wir das hier solo playen. Und nicht. Online und Multiplayer. So. Fahren wir uns hier nichtsdestotrotz weiter durch. So, der Drucker ist jetzt hier oben. Und wir müssen hier hoch. Na. Natürlich bei den ganzen Fanatikern. So. Boah. Komm. Eieiei. Freche Dings, freche Dings. So. Nächster Fanatiker ist auch tot. So. Na, Freunde, was geht denn hier? Ah. Das war alles? Ha, ich hätte echt liebend gern noch eine bessere Schrotflinte, aber anscheinend finden wir hier bisher nichts Gutes. So, ich hoffe, wir kriegen hier mal oder finden eine aus Natur. Zack. Ja. Gut, aber zumindest sind wir hier auch fast schon wieder beim nächsten Stufenaufstieg. Zack. Eieiei. Die kassieren hier aber auch richtig, aber teilen auch richtig gut aus. Komm. So, ihr könnt uns hier natürlich gar nicht dran glauben. Wow, ich erkläre dir das gerade wirklich, oder? So. Hier, dann drucken wir mal hier die Statuen aus dem 3D-Drucker. Verteidigen natürlich hier noch. Also. Na komm, kriegen wir den noch? Ah. Ach komm schon. Und? Wie sind sie geworden? Siehst du fit aus. Fast so definiert wie ich. Aber nur fast. Ach komm schon, ich weiß. Du musst doch nicht so nett sein.
Los, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Natürlich. So. Haben wir die jetzt schon mitgenommen? Anscheinend schon. So, zack. KDK. Und hallo, glorreicher goldener Worn. Oh, Mann, seht mich an. Ich wurde als Statue verewigt und bin dem besten Plan des Planeten beigetreten. Es lebt die Crimson Raiders. Ich liebe diesen Tag. So, dann machen wir hier... Wow. Hier natürlich zur letzten Statue, so die beliebte Statue zerstört hier und zack, Warden, machen wir dann natürlich rein. Perfekt. Die Kalypsos werden echt angepisst sein, wenn sie meine goldene Visage sehen. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages wieder Banditenkriegslord. Aber im Moment geht's mir echt gut damit, zu euch zu gehören und die KDK fertig zu machen. Komm mich besuchen, wenn du wieder mal Zeit hast. Alles klar, so, aber da können wir uns natürlich hinporten, oder? Jupp. So, na komm, Schnellreise. So, rein da. So, dann sprechen wir hier noch einmal mit Worgen. Und dann war es das hier auch schon mit dem Part, Freunde. So, zack, hier natürlich die 30 Mäuse nehmen wir mit. So, wo ist denn hier? So, Fahrzeug respawn. Dann fahren wir hier natürlich zurück zu unserer Base. Und schau mal nach. Was wir sonst noch machen können. So, die Basis ist aber zum Glück gar nicht mal so weit entfernt. Das heißt, wir fahren hier nur ein bisschen. Zack, da oben ist auch schon das Raumschiff. Ach, das sieht krass aus, gefällt mir. So, zack. Ah, hier haben wir anscheinend auch noch eine Nebenmission. Boah, aber die machen wir ein anderes Mal. Ah, so, den kann ich hier auch noch wegmachen. Wow. So, dann zurück zur Main-Basis, Freunde, und damit verabschiede ich mich auch schon von euch. Also Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram, Link ist unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und dann sehen wir uns natürlich auch schon wieder in der nächsten Folge, Freunde. Vergesst nicht, das Video zu kommentieren, zu teilen, zu liken. Würde mich freuen, damit supportet ihr mich. Ist auch kostenlos. So. Aber ich spreche mich natürlich noch ein allerletztes Mal in dieser Folge hier mit Morgan. Danke, Kammerjäger. Du hast meine Träume wahr werden lassen. Wer wünscht sich nicht, in Gold verewigt zu werden, oder? Weißt du, wir haben die KDK heute zwar nicht erledigt, aber wenn sie die Statuen sehen, werden sie wissen, wer das Sagen hat. Sie werden es wissen! Natürlich. Hörst du das, Tyree? Ab sofort kannst du mein Sixpack anbieten, denn mein Name ist Vaughn! Wie schön, dass so viele Badasses auf